So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Vlog hier auf der Dreamhack. Ich bin jetzt 3 Tage hier. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen filmen. Und ja, ich schaue mich jetzt erstmal um auf der Messe. Und ich denke, das wird ein richtig geiles Erlebnis, es wird richtig gut. Und ja, viel Spaß beim Video. Zunächst ging ich zu den Case Modern, die wirklich atemberaubende Spiele und PCs bauten. Da ich mich in dem Bereich gar nicht auskenne, war es auch mal cool, persönlich mit jemandem zu reden und sich einiges erklären zu lassen. So, hier habe ich ein Projekt mitgebracht, heißt The Junkyard Dog. Und im Grunde ist es eine Kugelbahn und mit einem Labyrinthsystem mit verschiedenen Löchern, wo man am optimalsten Weise versuchen muss, nicht reinzufallen. Und ja, man muss die ganze Kugelbahn natürlich schaffen in einer gewissen Zeit, weil man spielt gegen die Zeit. Und das sind verschiedene Hindernisse eingebaut. Ein wäre zum Beispiel, man kann die Uhr anhalten, wenn man nicht genug Zeit hat, um jemanden zu schlagen, vom Zeit her. Man geht in den Tunnel, der Ball schlägt gegen den Schalter, Uhr wird dann gehalten. Aber hier kommt man nicht weiter zum Beispiel, weil da ist ein Tor, die momentan zu ist. Und die geht nur auf und zu, circa 1 Minute lang, bevor man hier durch den Friedhof geht. Nur wenn man vorher Überliebe begeht und einen Schalter betätigt. Also das muss man alles innerhalb von ein paar Minuten schaffen. Und der Rekord ist der Hammer. Einer hat geschafft, einer meiner Kollegen hier, in 40 Sekunden zu Hause, nachdem ich es fertig gebaut habe. Unter 2 bis 3 Minuten war nicht zu schaffen. Und wenn wir schon beim Spielen sind, lasst uns doch übers Zocken reden. Denn das konnte man auf der Dreamhack zu Genüge. Im Gegensatz zur Gamescom musste man sich nicht mal anstellen. Man konnte sofort loslegen. Da die Dreamhack sehr auf E-Sports baut, gab es natürlich auch einige Turniere. Darunter CSGO, Dota und Farming Simulator League. So, es ist Samstag, es ist ziemlich laut und ich habe gerade die Zwillinge gefunden. Ja, wir haben uns Kloppers geholt und Monster Energy Grundverpflegung hier auf der Dreamhack. Und ja, ich hoffe, man hört überhaupt was. Es ist jetzt ziemlich laut. Du hast gewonnen, oder? Das ist aber schon ein super Smash Bros gerade gewesen, ne? Ja, aber wir haben Animal Crossing Charaktere gespielt. Das ist einfach geil. Zusammen mit den Zwillingen klapperte ich einige Merchstände ab, an denen es echt viel Auswahl gab. Von Super Mario bis Marvel war wirklich alles dabei. Es ist mega voll, es fühlt sich an wie Gamescom und Freitag war es auf jeden Fall leerer. Ich hoffe, es wird nicht zu voll. Hallo.
So, ich wollte gerade den Cosplay-Contest filmen und das ist so voll. Ich kann halt gar nicht richtig filmen. Das ging halt echt scheiße. Aber zum Glück habe ich einige Cosplays vorher gefilmt und die waren echt richtig, richtig gut. Hier auf der Dreamhack und es ist etwas ruhiger als gestern. Ich habe auch endlich mal die Möglichkeit, einige Indie-Spiele anzutesten und mit ein paar Leuten zu reden, was echt richtig, richtig gut tut. Hallo, ich bin der Volker von Application Systems Heidelberg. Wir sind hier auf der Dreamhack in Leipzig und stellen am Indie Arena Booth ganz tolle Spiele aus, hauptsächlich Adventures. Luna the Shadow Dust kommt jetzt Mitte Februar. Ist ein tolles Point-and-Click-Adventure, ohne Text, mit super Animationen. Wir zeigen The Longing, das ist eine Kreuzung aus Adventure-Game und Idle-Game, dauert 400 Tage, kommt Anfang März und könnt ihr euch gerne schon mal die Steam-Seite anschauen. Und wir zeigen hier auch Oxyd, das ist ein Spiel, das wir vor 30 Jahren schon mal gemacht haben. Das ist eine Kombination aus Geschicklichkeit und Puzzle, hat viel mit Physik zu tun. Und die Steam-Seite ist auch schon da, kommt in den nächsten Monaten auch nach 30 Jahren zurück. Zusammengefasst war es eine wundervolle Messe mit vielen neuen Begegnungen und Gesprächen. Es war wie ein Klassentreffen, nur und besser. Ich habe alte Freunde wieder getroffen, aber auch neue Leute kennengelernt. So, die Dreamhack geht langsam zu Ende, genauso wie meine Energie für mich. Ich habe die ganze Zeit gefilmt, war sehr anstrengend, aber trotzdem wirklich sehr, sehr chillig und entspannt. Die Messe ist sehr klein, aber dafür auch sehr entspannt. Und das finde ich an der Dreamhack so unglaublich toll. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war wirklich mein allererster Vlog und vielleicht mache ich mal mehr davon, da ich jetzt auch neues Equipment habe. Aber ja. Zumindest wünsche ich euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Tag, keine Ahnung. Ja, tschüssi!